Als Michaela Boye, als ob die auf der Plotische Medienkonferenz. Als Michaela Boye, als ob die auf der Plotische Medienkonferenz mit der Gruppe Taub Meier erreicht, das Ziel wäre uns und mir besonders wichtig, wenn es wie läuft, dass wir nun konkret Ziele sagen mussten, wo wir in Zukunft handeln mit dem Plotischen Nahtwort. Was dir uns einmal sagen, was bedeutet für die Plotisch? Plotisch ist mein Tüß, das ist meine Sprache. Wenn ich Plotisch rede, dann fühle ich mich möglich. Dann kann ich dort ausdrücken, was ich meine, was ich fühle. Und das ist einfach für mich meine Identität. Da komme ich her, dort werden meine Vorfahren. Und das ist einfach, ja, dort wird mein Hort bewegt. In dieser Arbeitsgruppe ein Ziel wird, um sein eine Schrivi zu kreieren, außermählich wie ein einzelne Wiederbürg Schrivi zu kreieren. Wir sind noch nicht bei dir gekommen. In dem Fall würde ich sagen, mein Ziel war es erst nicht erregt worden. Ich hatte große Hoffnung, dass es ein Schrivi geben wird. Besonders weil wir noch enorm am Anfang sind mit Plotage schreiben und Material und so weiter, Themen, die untersprochen sind. Wir sind bei dir gekommen, dass wir bleiben würden mit zwei verschiedensten. Warum wir haben das am Plotage lernen lesen und schreiben? Dort kann ich ähnlich von der Hort aussprechen, und wir, so dass irgendein anderer Mensch würde sagen kann. Und so für uns ist es sehr wichtig, ich finde das ein Part von der Identität. Wenn wir sein nicht Plotisch schreiben, das macht Hochdeutsch sein oder Englisch oder Spanisch, was immer dann ist, dann sagen wir, okay, meine Kultur, meine Sprache ist nicht was viel wird. Früher wie, was sagt man früher? Es war meine Frau. Verzeih dir, Oma. Frau. Frau. Das hängt davon ab, wen du fragst. Wie haben nun viel geredet über, was ist Plotisch, was bedeutet uns Plotisch, was man verschiedene Reden und Schreiben sie auf dort. Und wir haben nu uns sehr weit geeinigt, dass es schwierig ist, ein einheitliches Wiederbild anzustellen, das herzustellen. Aber das wird möglich sein, dass man sich angelegt hat, dass von allen Seiten, wo dann Plotisch geschrieben wird, diverse Sachen aufgeladen worden bzw. angepasst oder eine Ütlich gibt. Aber eine einheitliche Schreibweise nur im Moment ist praktisch noch anmählich, wenn es wie soll ja am Anfang sein, mit dieser ganzen Diskussion. Dit ist Mario Wieb. Und dit ist, so aus Widot und Nieland sahen, ein Fotoapparat. Mario Wieb ist auf der zweiten Plotische Medienkonferenz damit beschäftigt gewesen, die Menschen meier Eva dort fotografieren zu verteilen. Aber hier am selbst. Einführungskurs an Fotografie von ganz von Oine. Einmal channelieren, was ist eigentlich ein Foto, in was besteht ein Foto, wo entsteht ein Foto. Zum Beispiel, zuerst ist einmal das Motiv, zum Beispiel dort, was ich fotografieren will. Dann kommt durch die Lens von der Kamera, dann die Elektronik, wie verarbeitet das Foto dann in ein Archiv, dass wir das nachher dann noch ein Computer, seine Schiene oder auch eine Ausdrucke Schiene. Ja. Und dann als nächstes, wir wollen mal schauen, wie wird ein Foto abgebaut, wie wird ein Foto komponiert, was muss man dabei beachten, gibt da einzige Regeln, was man da beachten kann. Man braucht auch nicht unbedingt beachten, aber was einmal doch wichtig ist, dass man das schaut, um schon mal ein gutes Foto zu machen, was die Mehrheit als ein gutes Foto empfindet. Ja. Und hier habe ich eine Teilnehmerin von diesem Arbeitsgang, mal seine, was die davon hält. Ich bin Beate Pana aus Friesland und ich arbeite am Informationsblatt von der Klinie. Und ich fotografiere Jieren und ich brauche das auch für meine Arbeit. Und du willst entschuldige ich mich für diesen Kursus. Also Mario hat uns gewesen, wie die Kamera funktioniert, das interessiert mich nicht so. Aber ihr wisst, was man wollte, um das auch besser einstellen zu können. Also was mir wichtig war, gerade wenn man aber Beleuchtung achten muss und wenn man der dann auch mit den verschiedenen Funktionen am besten einstellt. So weit die Informationen vom Arbeitsgang Fotografie auf der zweiten Plotische Medienkonferenz hier in Nieland. Dankeschön für die Zuschauer. Guten Tag, hier sind Eduard und Heidi Giesbrecht. Wir wollen von der Maya über Plotische Malerie reden. Aber ich sehe bloß Eduard, ich sehe bloß dich, was das Iwasch von hält. Und hier ist meine Frau Heidi. Sie wird uns von der in dieser Dänen führen. Und wir wollen nur hier lernen in dieser Dänen und wollen einfach fragen und sagen, was die Menschen durch die Dänen haben, was sie da nun tun. Kommt mit uns mit.
Genau, wir werden hier die besten Stiere. Wir machen hier ein Video und wir werden die einfach fragen, Benny, was hat Molari mit Plautitsch zu tun? Alles. Wir können auch Plautitsch designen. Deswegen haben wir auch mit Plautitsch zu tun. Wir sind auch Plautitsch und Mola Plautitsch. Und was denkst du, bringt diesen Molari-Kurses für diese zweite Plautitsche Mediakonferenz? Ah, aber das bringt dann alles. Ich glaube, das bringt sehr viel Zeit. Wir checken, was wir tun haben, wie geht wir das haben, offene Probleme wir haben, offene gute Natur wir haben, wie wir hier leben miteinander, wie geschätzt wir sind und wie freundlich wir alle einmal sind. Ja. So, und wir werden auch weiter, was ich hier geliebt habe und was ich hier die ganze Zeit getan habe. Ich fange hier an wie Martha. Martha, was hast du hier geliebt? Ich habe geliebt, dass wir nicht ordentlich gehen mit Mohn und wir können Mohn, wo wir denken dann und wo wir feilen dann und was wir tun und mit einem Bild taub, als dort bringt das Ried, wo wir uns feilen und dankbar sind oder trüdig sind, das ist sehr schön. Und was wir auch sagen, was sie alles getan haben, dann werde ich euch mal fragen, was haben sie denn getan? Trudy, kannst du mir bitte sagen, was sie hier getan haben? Na, wir malen hier eine Fleckerdeck gestalten. Das ist auch so ein Schmack gebunden. Da haben wir können von einem Tier, was wir einmal im Haus haben, was wir, und was wir dachten, nach den 10 Jahren, was sie brauchten, und auf jedem Fruit, und was hier an, was die wachsen. Wie machen wir keine Fehler? Ja. So, dit weer ons programma voor dit mal op een mediaconferentie. Wie zijn we ons dit nächste mal? Ciao!